daheim auch drüber. Und ich denke einfach, dass es zu wenige Menschen gibt, die wirklich die ganze Auswirkung von zwei Seiten betrachten. Jedes Ding hat zwei Seiten. Und ich kann nicht das, was nur in der Öffentlichkeit über die Medien berichtet wird, glauben, sondern ich muss doch auch sehen, was eine andere Seite berichtet. Und vor allen Dingen bei uns ist es so, ich bin noch tätig in der Astronomie. Wenn ich sehe, dass ich zu Menschen sagen muss, bevor sie reinkommen, müssen sie eine Maske aufsetzen, das ist doch dem Menschen gegenüber nicht würdig. Vor allen Dingen. Und was ich ganz arg, ist eigentlich auch bei uns ist ein Altenheim. Und es ist unendlich traurig zu sehen, dass die Menschen seit Wochen keinen Besuch empfangen dürfen. Die sterben doch an Einsamkeit. Die sterben für mich nicht an Corona, die sterben durch Verlassensein, durch Einsamkeit. Und das macht mich so traurig, das macht mich wütend. Das macht mich wirklich wütend. Und wenn ich dann sehe, dass Kinder ein anderes Kind anschreien, weil es keine Maske auf hat. Wir haben doch früher auch gespielt und ich denke, umso mehr ich mich schütze, umso mehr ich Desinfektionsmittel in der Hand habe, umso mehr schwäche ich doch mein Immunsystem. Kommt noch die Frage, warum so wenig Menschen auf die Straße gehen und miteinander aufstehen. Gibt es dazu